Na, alles gut bei euch? Lange, lange ist es her, dass es von mir ein richtiges Video gegeben hat. In den letzten Wochen war es ja so, dass ich, wenn ich Zeit hatte, dann mit euch einen Hangout gestartet habe, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Einfach die Interaction mit euch, dass ich euch Fragen stellen konnte, ihr habt mir dann geantwortet und eben andersrum. Ja, jetzt kam aber in den letzten Tagen immer mal wieder, oh Sandra, wann kommt denn mal wieder so ein richtiges Video? Today! Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es soweit sehr gut. Mein Mann, der ist momentan weg. Der ist am Dienstagmorgen, ist der aus dem Haus und kommt am Freitag wieder. Sein Bruder wird promoted und deswegen ist Schatzi nach Texas geflogen. Ich bin also somit alleine mit kleinen Mäuschen. Und ja, wir Mädels, wir rocken das mal wieder. Wie immer halt, ne? So, wir machen heute ein kleines... wir schauen mal, wie es läuft, Schätzeleins. Favoritenvideo, ja, weil ich euch ein paar Sachen zeigen wollte. Wer mir in den oder wer bei den Hangouts dabei war, wird das ein oder andere schon gesehen haben. Und dann wollte ich euch, weil das jetzt nicht ganz so viel ist, und wenn ich gleich zum Punkt kommen würde, sind wir wahrscheinlich auch in 10, 12 Minuten durch. So, und wir wissen ja alle, wenn eine Mutti in 10, 12 Minuten Video hochladen würde, gibt's Ärger. Ne? So, deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir dann mit dem Kladderadatsch durch sind, erzähle ich euch noch, was mir letzte Woche passiert ist. Mama kann dann abschalten, die weiß es schon. Aber das ist für die, die, keine Ahnung, vielleicht einen scheiß Tag haben, die sich denken, beschissener geht's nicht mehr. So. Für die Menschen ist es. Ja, mir ist letzte Woche etwas passiert, eigentlich zwei Dinge an einem Tag. Das kann, glaube ich, auch nur mir passieren. Da kommen wir nachher zu. So, meine Lieben, wir fangen an mit etwas, natürlich, Candles. Ja, auch hier kam die Frage jetzt in letzter Zeit öfters, ja, Mutti, wann kommen denn wieder Candle-Videos? Sobald ich Zeit habe. Sobald ich Zeit habe, aber ich zeige euch heute zwei Wax-Melts, die bei mir in Melting sind und hoffentlich kommt ihr an das eine ran. Let's get into it. Also, und zwar von Yankee Candle aus dieser Home Inspiration Reihe Baking Cookies. Bei uns ist der Herbst da. Es ist heute wunderschönes Herbstwetter. Ich glaube, wir haben 20 Grad. Ich weiß es jetzt gar nicht. Die Sonne scheint, blauer Himmel. Man kann ohne Jacke raus. Es ist angenehm. Es ist, oh, nach diesem extremen Sommer, den wir hier hatten, und ihr wisst es, ich mag keine heißen Temperaturen, ist es für mich Erholung pur. Ja, ich liebe dieses Wetter. Und dieses Wochenende werde ich mit kleinen Mäuschen auch unsere Herbstdeko machen. Unsere Nachbarn, die sind hier schon alle durch. They put me under pressure, you know? Jedes Mal, wenn ich an den Häusern vorbeifahre, von der Arbeit nach Hause komme und ich sehe die ganzen Pumpkins und Leaves und alles, denke ich mir, hey, you put me under pressure, girl. Also dieses Wochenende Herbstdeko im Hause Sarasani. So, ich bin aber vom Kopf her, bin ich eben schon im Herbst angekommen. Und wer mich und meine Videos schaut, ist richtig so, oder? Anywho, der weiß, ich bin ein Bakery-Typ, ja, und hier von Yankee Candle, die Home Inspiration-Reihe, Baked Cookies, Leute, scheiß die Wand an. Also es gibt geile Düfte und dann gibt es halt richtig so die Burner-Knaller-Düfte. Oh, und wenn ihr auf diese frisch gebackenen, zuckersüßen Keksdüfte steht,
dann müsst ihr euch diesen Duft auf alle Fälle mal anschauen. Also ich habe jetzt einen Knödel, das sind ja immer 6 Teile drin. Ein Knödel habe ich jetzt bei mir im Schlafzimmer in Kombination mit Scentsy irgendetwas, weil mir das nicht Bakery genug war. Und dann habe ich gedacht, komm, machst du wieder hier, ne, deinen Sugar Cookie, ne, nicht Sugar Cookie, Baking Cookies dazu, um noch so diese Bakery Note ein bisschen mehr rauszuholen, und es hat's mal wieder geschafft. Also es ist jetzt nicht das erste Clamshell, was ich hier habe, sonst wäre es nicht ein Favorit. Aber Leute, wirklich sehr langlebig, ja, langanhaltend von der Intensity, ach Gott, Schatz, Leute, was ist denn heute schon wieder los? Ihr müsst euch hier mal zusammenreißen. Das ist ja nichts. Ja, ganz, ganz toller Duft. Also wirklich sehr intensiv, authentisch, dieses frisch gebackene, wenn ihr die Kekse aus dem Ofen rausholt, ja, als Kind, wenn man immer gleich mal einen schnabulieren wollte und dann kam Mama um die Ecke und zack, gleich mal eine hier auf die Finger. Also wirklich wie frisch aus dem Ofen, und oh, ich liebe diesen Duft. Ich hatte, glaube ich, 7 Clamshells. Ich habe jetzt noch 4, also 3 habe ich schon aufgebraucht und bin jetzt also an einem neuen dran. Ich weiß nicht mehr, wo ich diese Teile gekauft habe. Ich war jetzt vor ein paar Tagen war ich bei Walmart, da habe ich die nicht gesehen. Ich meine, dass ich da vielleicht mal zu Home Goods oder so gehen müsste. Wenn nicht, werde ich auf alle Fälle online schauen, wenn die dann mal leer sind. Ja, also die must have, die braucht man. Also die braucht man wirklich. Vielleicht kommt ihr da in Deutschland ran. Ja, für meine Foodie-Bakery-Nasen unter euch. Guckt euch den an. Wir bleiben in der Bakery-Abteilung. Wir kommen zu Scentsy natürlich. Wie soll es anders sein? Und zwar ist das mein über alles geliebter Almond Croissant. Holy moly. Cannoli. Ich möchte in dieses Bar reinbeißen. So gut riecht das. Ist ja bei uns im Herbst-Winter-Sortiment hier in Amerika. In Deutschland werdet ihr über den Katalog zumindest nicht an Almond Croissant rankommen. Wer Interesse hat, sich gerne bei mir melden. Ja, ich mache euch eine Order fertig und schicke euch das Ganze rüber. Ich wollte diesen Monat eigentlich auch wieder eine Scentsy-Box machen, aber erstens hatte ich keine Zeit und zweitens die Düfte, die ich mir für euch ausgesucht hatte, waren zum Teil ausverkauft. Ja, aber keine Sorge, Schätzeleins, I'm coming back. Ja, also die Düfte, die ich für euch ausgesucht habe, die sind jetzt wieder vorrätig, und dann machen wir halt nächsten Monat wieder eine Box. Anyways, wer Interesse an Almond Croissant hat, ja, der kann sich entweder direkt bei mir melden. Ich bestelle euch das Ganze, ich schicke es euch dann nach Deutschland. Und viele von euch haben sich ja auch diese MyUS-Seite eingerichtet, so dass man eine amerikanische Adresse hat. Und über diese amerikanische Adresse könnt ihr dann in Amerika einkaufen gehen. Und da habe ich jetzt einige Schätzeleins von euch, die sind dann eben auf meine Scentsy-Seite und haben da ihre Bars bestellt, und es ist alles angekommen. Also viele haben ja gesagt, boah, das ist Hutzboots, ja, und das ist alles Kacke und das kommt niemals an. Und also die Mädels, die jetzt bei mir bestellt haben, die haben ihre Sachen, die sind auch alle total begeistert. Die eine hat ihr Paket dienstags morgens bekommen und dienstags abends hatte ich dann schon eine neue Bestellung von ihr. Hallo Ines, liebe Grüße gehen raus. Und ja, auf jeden Fall in meiner letzten Scentsy Box hatte ich euch ja den Almond Croissant mit rein. Das war ja die Bakery Box und eigentlich alle sind begeistert. Ja, man riecht wirklich diesen frisch gebackenen Teig mit dieser super leckeren Mandelnote. Er ist leicht, wirklich ganz, ganz leicht würzig. Aber jetzt nicht so, dass es euch den Schlüpper auszieht oder dass es euch die Ohren anlegt oder dass es euch die Fußnägel aufrollen lässt. Also ich bin jemand, ich muss ganz ehrlich sagen, die
Herbst-Winter-Düfte von Scentsy, sie sind schön, aber es ist mir zu viel Zimt. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst vor diesem Almond Croissant. Aber er ist Perfection in a Bar, muss ich wirklich sagen. Wir hatten ja vorher den Churro Churro. Hat keiner verstanden, warum er das Sortiment verlässt. Weil es auch einfach ein perfekter Bakery-Duft ist. Durch diese Zimtnote, die da mit dabei ist, hätte er super in den Herbst-Winter reingepasst. In Kombination mit Apple Butter Frosting, ganz, ganz toller Duft. Aber ich habe ihn in meinem Club, in meinem Scentsy Club, er ist nicht mehr available. Aber ich muss sagen, der Almond Croissant, der steht ihm nichts nach. Er ist anders. Am Anfang habe ich gedacht, oh, die sind sich aber sehr, sehr ähnlich. Nein, sind sie nicht, weil das hier ist gebackener Teig. Churro Churro ist frittierter Teig. Also man hat bei Churro Churro richtig diese Fettnote gerochen, was aber mega lecker war. Und bei Almond Croissant kommt noch einfach diese Mandelnote raus. Noch viel, viel mehr, wenn man ihn dann wärmt. Ja, hier ist es jetzt gar nicht so extrem. Und den Zimt, den man hier riecht, der ist wirklich ganz weit im Hintergrund. Also er rundet diesen Duft einfach nur ab. Und es ist jetzt nichts, uftala, I'm a punch you in the face. Wunder, wunder, wunderschöner Duft. Also wirklich, ich kann nur von ihm schwärmen. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Wochen 4 Bars oder so aufgebraucht. Er war bei mir in Dauerschleife am Wärmen. Und jeder, der zu mir ins Haus kommt, fragt, what is that? I need it right now. So, also Almond Croissant, wenn ihr da in Deutschland irgendwie drankommt, probiert den auf alle Fälle mal aus. Ja, es ist Bakery, Bakery bekommt man jetzt überall, aber der ist special. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So. Gut, dann machen wir mit etwas weiter. Wie gesagt, wer mir in meinen Hangouts folgt, ja, oder wer dabei war. Ich habe euch ein Buch empfohlen. Leute, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Kennt ihr das Lachen, dass die Ohren anfangen zu pochen, dass ihr anfangt zu snorkeln wie so ein kleines Schweinchen, dieses, ja, weil ihr gar keine Luft mehr bekommt. Meine Mascara, die war hier irgendwie am Dekolleté gehangen. Ich habe Scheiße gebrüllt, wie ich dieses Buch gelesen habe. Toddlers are assholes. Also Kleinkinder sind Arschlöcher. Es gibt dieses Buch bei euch in Deutschland, deutsche Übersetzung. Wer sich das Buch bestellt hat oder es zu Hause hat, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, Schätzeleins. Das ist ein Buch, was zu 100% genauso wiedergibt, wie es ist, wenn man Kleinkinder zu Hause hat, ja. Kleinmäuschen macht momentan auch eine sehr schwierige Phase durch. Naja, also sie nicht. Eigentlich sind es wir, ja. Weil es gibt nichts, was nicht diskutiert werden muss. Es gibt nichts, was ihr irgendwie recht gemacht werden kann. Dann ist sie auch auf diesem, ich bin 3 Jahre alt, aber ich weiß, wie die Welt funktioniert, Trip. Ja, dann hat man dann so einen 80 cm Zwerg vor sich stehen und versucht, eine Situation zu klären. Und dann meint dieses kleine Scheißerchen, einem erzählen zu müssen, wie es aber richtig funktioniert. Ja, also wir sind momentan auch in einer sehr schwierigen Phase mit ihr. Und einer ihrer Lehrer in der Kita hat uns dieses Buch empfohlen. Und ich bin nach Hause und habe mir es auf Amazon bestellt. Und das ist eben aus der Sicht von Mama und Papa. Ja, also jetzt nicht dieses überpsychologische, ja, und Kinder brauchen ihren Freiraum und man muss sie machen lassen und hell fucking no. Absolutely not. This is not how it works. Also, ich glaube, mir sind auch in den letzten Wochen, Monaten so ein paar graue Haare gewachsen und einige davon kommen von Lauren, weil, wie gesagt, also das ist, es ist nicht leicht mit ihr, ja. Aber dieses Buch, wenn ihr etwas zu lachen braucht, wenn, keine Ahnung, eure kleinen Mäuse auch gerade eine Phase durchmachen,
Durch dieses Buch versteht ihr die Kinder nicht besser, aber ihr wisst einfach, okay, ihr seid nicht die einzigste Person, die diesen Schmerz durchlebt, ja, die diese Hölle gerade durchmacht. Guckt euch das auf alle Fälle mal an. Sehr empfehlenswert, wirklich sehr gut geschrieben. Auf jeden Fall im Englischen, im Deutschen weiß ich es nicht. Aber die English Version ist einfach phänomenal. Ich habe dieses Buch innerhalb von 3 oder 4 Tagen, glaube ich, durchgelesen. Abends, wenn ich von der Arbeit kam, ich war todmüde, habe mich dann aber ins Bett gelegt, habe es bei mir im Nachtschrank gehabt und ich musste lesen, bis dieses Buch zu Ende war. Es war so eine kleine Sucht, ja, aber es ist richtig, richtig geil. Toddlers are assholes. Auf jeden Fall mal anschauen. So, dann machen wir mit dem nächsten weiter, weil ich brauche nämlich auch ein Schlückchen. Ach, Mund ist ein bisschen trocken. Und zwar handelt sich es um dieses Getränk. Body Armor Light Peach Mango. Meine neue Obsession, ich weiß, viele werden jetzt schreien, ah, Plastikflasche, bliblablub. Würde es dieses Produkt in einer Glasflasche geben? Ja, würde ich es in einer Glasflasche kaufen, aber it is what it is. Ich habe das durch einen ganz großen Zufall, habe ich das gefunden. Ich bin in den Walmart rein, ich habe irgendwas zu trinken gebraucht und habe nur gelesen Peach Mango. Hello, right here, sign me up. Ich liebe Peach, ich liebe Mango und so lecker. So, so lecker. Also ich habe auch diese Light-Variante, ja, mit Low-Calorie, No-Sugar. Es gibt auch noch die normale Variante, aber ich muss sagen, das finde ich schon süß genug. Also es ist jetzt nicht zu süß, aber es hat so die richtige Mischung, ja. Sehr erfrischend, durstlöschend, sehr, sehr leckerer Geschmack. Wenn ihr Peach-Mango mögt und dieses Body Armor Light Gedöns gibt es bei euch in Deutschland. Guckt euch das mal an, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe unten 2 8-Packs stehen im Kühlschrank, ja, weil das ist momentan neben Wasser und Kaffee eben das, was ich trinke. Sehr lecker. Definitiv ein Favorit. Und dann bleiben wir so in dieser Foodie-Section. Und zwar habe ich einen neuen, ganz, ganz leckeren Snack für mich gefunden. Und zwar sind das die Veggie Pops, Broccoli, Cheddar, Super Snacks, Organic Dried Vegetables. Ich liebe diese Teile, Lauren liebt diese Teile, mein Mann bekommt davon das dezente Brechen. Stört mich nicht, dann gehört die Tüte mir. Das sind so kleine Bällchen und die sind halt... Ich möchte jetzt keins essen, weil dann hat man es in den Zähnen hängen und es ist ein bisschen trocken. Aber sie sind wirklich super lecker. Ich lege das mal hier an die Seite, dass ich es jetzt nicht wieder in die Tüte reinschmeiße. Habe ich auch durch einen Zufall entdeckt. Wir waren vor 2 Tagen, waren wir in Fayetteville oder ich war in Fayetteville mit Lauren und wollte in ein Geschäft rein und nebendran war so ein Organic-Laden. Und dann habe ich gedacht, ach komm, gehen wir mal rein, gucken wir mal. Wir hatten noch ein bisschen Zeit und wir hatten auch so ein bisschen Hüngerchen, ne? Dann habe ich gedacht, komm, ich probiere die mal aus. Und ja, ich war dann gestern nochmal da und habe mir nochmal 2 Tüten geholt. Weil das ist jetzt was, das kriege ich nicht bei Walmart. Ja, das, ich weiß, oder ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Made in Nature, Organic. Ich werde auf alle Fälle nochmal schauen, wenn ich bei Walmart bin. Walmart habe ich hier um die Ecke, diesen Organic-Laden, da müsste ich dann halt 20, 25 Minuten fahren. Aber es ist so lecker, ja, wenn ihr Käse mögt und Brokkoli und so. Kennt ihr diese Gemüsebrühe-Würfel, die man in den Topf reinschmeißt, um sich Suppe zu machen? So schmeckt es ein bisschen. Es ist, glaube ich, nicht für jedermann, aber ich mag es. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, Lauren mag es auch. Und so hat sie dann zumindest mal ihren Gemüseanteil. Ne? Ist ja momentan auch so etwas. Sie könnte sich ja nur von Donuts und Schokolade und Candy und ne, so diese Scheiße könnte sie sich ernähren. Wisst ihr Bescheid, ne? Dinge wie Obst, Gemüse, nee, das braucht man alles nicht. Das ist alles überbewertet in ihrer Welt. So, jetzt muss ich das mal hier so ein bisschen organisieren. Für die,
Es wird mit Sicherheit die ein oder andere Frage kommen. Mutti, hast du ein neues Tattoo? Schon wieder? Ja, ich habe es schon wieder getan. Ich habe mir noch einen Stern hier in die Mitte setzen lassen. Und dann hier, Dekolleté, habe ich auch noch einen Stern. Habe ich mir gestern stechen lassen. Ich bin momentan wieder auf meinem Tattoo-Trip. In meinen Hangouts habt ihr es gesehen, ich war ja in Urlaub. Ne? Für die, die es nicht wissen, in knapp 4 Jahren war ich jetzt das erste Mal in Urlaub. So richtig, mit allem drum und dran. Ich habe es mir gut gehen lassen. Ich habe Party gemacht. Und nach 1,5 Tagen war ich wieder zu Hause. Ich kann euch den Hangout hier irgendwo verlinken. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Dann wisst ihr auch, wovon schwätzt die. Also, wie ich in meinem Urlaub war, habe ich mir dieses... Ist es auf der Seite? Ja. Habe ich mir dieses Tattoo stechen lassen. So ein paar Sterne hier runter an meinem Hals. Dann habe ich mir einen vollen Stern an meiner Hand stechen lassen und einen nicht ausgefüllten Stern auf der anderen Hand. Und ja, also bei mir ist es ja immer so phasenweise, muss ich ja echt sagen. Ne? Es kann Jahre vergehen, dass ich mir nichts Neues stechen lasse. Und wenn dann aber mal wieder so, wenn man so die Nadel gehört hat, ja, wenn man so seinen Fix bekommen hat, dann geht man plötzlich ständig. Und auf diesem Trip bin ich momentan. Ich habe auch schon wieder neue Ideen, ja. Also ich habe jetzt die ganze Zeit nur diese 2 Tattoos gehabt. Fand ich schön, fand ich elegant, ja, hat mir gefallen. Aber jetzt habe ich diesen Stern und ich habe diesen Stern. Und ich habe schon wieder neue Ideen und jetzt bin ich sogar an einem Punkt, dass ich das komplett voll haben möchte. Ich möchte ja auch irgendwann mal meine Arme komplett voll haben und so. Aber einfach um die Frage zu beantworten, weil ich weiß, sie wird kommen. Hä? Neues Tattoo? Schon wieder? Ja, ich bin auf einem Trip. Okay, gut. So, dann haben wir das. Dann geht es weiter mit einem Produkt, was ich mir gekauft habe, denn ich hatte keine Backups mehr, Chatzalines. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mir ja für das Jahr 2020 eine No-Buy-Make-up-Challenge gesetzt. Also alles, was irgendwie mit dekorativer Kosmetik zu tun hat, kaufe ich nicht. Überhaupt nicht. Ich habe genug Mascara, ich habe genug Puder, ich habe genug Foundation. Mal ist ein bisschen zu hell, mal ist ein bisschen zu dunkel. Das ist mir egal. Das wird in diesem Jahr alles aufgebraucht. Nein, nicht aufgebraucht. Das ist Quatsch. Ich habe viel zu viel. Also da müsste ich mir für die nächsten 20 Jahre so eine Challenge setzen. Aber Aufgabe für dieses Jahr ist, dass ich mir nichts Neues kaufe. Jetzt ist aber mein Fixing Spray leer gegangen vor ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. War nicht günstig. Wer meine Talk You Readies sich anschaut oder gesehen hat, der weiß, was ich verwende. Das ist so eine Hot Pink Bottle, riecht so ein bisschen nach Zuckerwatte und so. War gut, aber mir war es einfach zu teuer. Und was gewisse Produkte angeht, möchte ich ja einfach vegan und cruelty free. Ist es mir einfach sehr, sehr wichtig. Und ich finde, gerade in der Kosmetik im Jahre 2020 muss man einfach nichts mehr kaufen, ja, wo ein Hase für geschlachtet wird oder ein Hund irgendwie für getortured, you know what I mean. Und Elf ist da eben eine sehr gute Marke. So, und jetzt war ich bei Walmart und habe mir ein neues Fixing Spray gekauft. Stay All Night Micro Fine Setting Mist. Ich meine, dass es um die $8 gekostet hat. Kommt mit 80 Milliliter. Das könnt ihr jetzt also entscheiden, ob ich die Challenge verkackt habe oder ob noch alles tutti ist. Weil ich habe ja kein Fixing Spray mehr und ich brauche ja was, um das hier alles zusammenzuhalten für mehrere Stunden am Tag. Ne? Das sind ja Schichten. Kann man wahrscheinlich auch Haarspray nehmen, ich weiß es nicht. So vor 20 Jahren hat man das, glaube ich, gemacht. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der Brüller für die Haut. Ne? Also, ich brauchte ein Setting Spray und habe gedacht, komm, nimmst du Elf. Und ich muss sagen, ich finde es klasse. Ich finde es ganz toll. Also erstens von diesem feinen Sprühnebel, könnt ihr das sehen? Der ist wirklich ganz, ganz, ganz fein. Man hat also nicht dieses Gefühl, es wird einem ins Gesicht gespritzt, so mit Wasser, mit Wasserschlauch. Ne? Hier, ganz, ganz ruhig.
so von der Spritzigkeit her, von der Tropfenabgabe. Jesus! Ich mach's gerade nicht besser, ich merk's schon. Feiner Sprühnebel. Ja, ganz, ganz fein, ganz so. Versteht er? Und sehr, sehr angenehmer Duft. Ja, wirklich so ein bisschen Aloe Vera, frisch, clean. Also ist jetzt nichts so mit Kiwi und Himbeere. Ne? Aber wäre für mich auch okay gewesen. Es geht ja nur um den Effekt. Und hier steht ja Stay All Night. Ich schlafe nachts. Ja, also da ist es mir egal, wo bei mir die Augenbrauen hängen. Vor allem, ich nehme sie mir ja ab, bevor ich ins Bett gehe. Also so Stay All Day wäre eher passend gewesen. Aber ich muss sagen, es stimmt. Also wenn ich mir morgens mein Gesicht male und sprühe mich dann damit ein, ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Make-up viel länger, schöner und frisch aussieht. Ja, also nach ein paar Stunden ist es ja normalerweise so, die Haut kommt ein bisschen durch, ja, oder wenn man ölige Haut hat, dann ist alles so ein bisschen glänzend und ölig und ne, so ein bisschen triefend, je nachdem. Aber ich habe das Gefühl, dieses Spray hält das alles so ein bisschen together. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich habe es jetzt seit ungefähr 2 Wochen in Verwendung. Fast jeden Tag, also eigentlich immer, wenn ich mir mein Make-up mache. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber wir sind hier. Ja, man braucht da wirklich nicht viel von. Ich habe keine Hautreizungen, ich habe keine Pickelchen, ich habe keine Reaktion. Also ich vertrage die Sachen wirklich gut und Elf ist, wie gesagt, vegan und cruelty free. Besser geht's ja nicht. Und deswegen, also momentan ist es auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Ich habe aber auch schon gesehen, dass es von Elf ein Dewy Setting Spray gibt. Das hätte ich mir gerne mitgenommen, das war ausverkauft. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es sehr gut ist, ja, dass es deswegen nicht da war. Und ja, wenn ich dann mit dem durch bin, werde ich wahrscheinlich in diese Dewy-Richtung mal gehen, weil ich mag ja so dieses Glänzende. Ich mag ja nicht dieses komplett Abmattierte. Also Elf gibt es ja bei euch in Deutschland, wenn ihr ein Setting Spray braucht und das gibt es bei euch. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ich finde es sehr, sehr gut. Dann machen wir mit etwas weiter. Das kann ich euch nicht in die Kamera halten, aber ich bin obsessed. Obsessed. Das war ein ganz großer Zufall, dass ich eine Sängerin gefunden habe. Ja, eine Sängerin, von der ich vorher noch nie etwas gehört habe. Ich war in meiner Küche gestanden und also mit dem Rücken zum Fernseher, wenn ich morgens sauber mache und so mein Ding habe. Ich habe dann immer meine YouTube-Liste laufen mit Musik und wenn das dann halt fertig ist, ich habe das auf Autoplay, dann springt es halt weiter. Ne? Wisst ihr, wie es funktioniert. Und auf jeden Fall war ich in der Küche gestanden. Ich hatte so einen kleinen Hausfrauen-Moment und habe mir gedacht, oh, Mutti, heute backst du mal Erdnussbutterkekse. I don't know why. Und habe dann halt so mein Ding gemacht und dann kam ein Lied und ich höre die Stimme und denke, what is that? Und ich drehe mich rum und schaue zum Fernseher und sehe eine Person und denke mir nur, what the fuck is that? Also ich war so perplex im ersten Moment, wie ich diese Person gesehen habe. Ich wusste auch nicht, was sehe ich gerade? Ja, sehe ich eine Frau? Sehe ich einen Mann? Von der Stimme war es eine Frau. Von dem, was ich gesehen habe, war es ganz klar ein Mann. Also ich war so in einem Schockzustand. Und auf jeden Fall handelt es sich um die Sängerin LP. Ja? Und das erste Lied, was ich von ihr gehört habe, war It's On You. Hold on. Lasst mich gucken, dass ich euch hier keinen Schrott erzähle. Lost on you. Lost on you. Genau. Auf jeden Fall stand ich dann da mit meinem Rührbesen, weil wie gesagt, ne, Hausfrauenmod und so, mache ich mal hier ein bisschen Erdnussbutterkekse. Und ich höre aber diese Stimme und wollte einfach ein Gesicht dazu. Ja? Das war aber in dem Moment ganz, ganz schlecht, weil mich diese Person so eingesogen hat und ich Erdnussbutterkekse im Backofen hatte.
Und ich dann da stand mit meinem Rührgerät und mich wirklich angelehnt habe, um diesem, ich möchte nicht sagen etwas, weil das hört sich so böse an, ja? Aber wenn ihr diese Person nicht kennt, oder wenn ihr diese Person kennt, dann könnt ihr vielleicht meinen Gedankengang verstehen, ja? Ich war so, ich höre eine Frau, aber ich sehe einen Mann. Und im selben Ding, diese Person hatte so etwas Uniques, etwas Einzigartiges. Sie war so anders, sie war so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich glaube, das war für mich so ein Moment, Liebe auf den ersten Blick. Und ich wusste ja nicht mal, liebe ich gerade eine Frau, liebe ich gerade einen Mann. Es war, I didn't care, I love you, who are you? Diese Stimme, diese Performance von dieser Person, ja, die Person weiß einfach, wie gut sie ist. Und sie hatte so eine Coolness auf dieser Bühne, dass ich mir gedacht habe, who the fuck are you? Also LP ist meine neue Liebe, meine neue Obsession. Es gibt, glaube ich, nicht viele Lieder, die ich jetzt in den letzten Wochen nicht gehört habe. Weil wie gesagt, ich kannte die Person nicht. Ich habe gedacht, dass es jemand ganz Neues. Aber anscheinend macht sie sogar seit 5 Jahren schon. Nee, Quatsch. Sie hat sogar schon 5 Alben draußen, ja, und macht es sogar schon fast seit 20 Jahren oder so. Und ich war dann so interessiert an dieser Person, dass ich habe die erstmal googeln müssen. Also, was bist du denn? Bist du Mann, Frau, Fisch, Fleisch, Blume, Schmetterling? Ich wusste nicht. Auf jeden Fall, es ist eine Frau, ja, aber diese Frau hat eben so gar keine Brust. Also so immer Blazer und alles offen und alles flach und auch so sehr maskulin. Und ich glaube, das ist aber auch das, was sie als Person so interessant macht. Auf jeden Fall habe ich sie dann halt erstmal gegoogelt, weil ich wissen wollte, in wen bin ich verliebt? Wen würde ich da vielleicht nochmal heiraten? Ich weiß es nicht. Ja, und seitdem, also LP ist so meine gute Laune-Musik, meine Musik, wenn ich über etwas nachdenken muss, wenn ich so ein bisschen meinen Kopf aufräumen muss, wenn ich meine Bude am Putzen bin, ja, das ist LP ist my love. I love her. Sie ist so different und ja, also schaut euch LP, Lost on You, Strangers, Recovery, so diese ganzen, das sind gerade so meine favorite Songs und es läuft bei mir hoch und runter und hoch und runter, ja. Ich bin da ja, was solche Sachen angeht, sehr exzessiv und ich übertreibe das dann auch manchmal gerne. So, dass ich jetzt von anderen Menschen schon die Frage gestellt bekommen habe, sag mal, ist das alles, was bei dir im Auto laufen kann? Platzen bei dir die Lautsprecher, wenn was anderes läuft? So exzessiv ist es, weil was anderes gibt es bei mir momentan nicht. Genau. Dann, was gibt's noch Neues? Ich habe mir eine Cover geholt, hier schön in Rose Gold, weil ich mir einen Macken in meine iWatch reingeschlagen habe. Ich habe die Uhr jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich habe so ein Plastikding drauf gehabt, ja. Das war aber nicht der Knüller. Und ich muss sagen, in dem Jahr war ich bestimmt 30 Mal an dem Punkt, dass ich irgendwo wettergeknallt bin und immer gedacht habe, oh, so ein kleiner Herzinfarkt, ne? Aber es war nie was. Und da waren richtige Knaller dabei. Also so irgendwie gegen die Autotür gebullert oder auf der Arbeit so volle Kanne gegen den Ofen, dass ich gedacht habe, boah, das ist bestimmt alles geschäddert und kaputt. Und ja, nee, war nie etwas. Bis ich letzte Woche im Zimmer von kleinen Mäuschen, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ich wollte mit ihr ihre Küche aufräumen und bin so ganz komisch gegen diese Türe von der Küche, ja, so ganz, es war jetzt nicht extrem, es war nicht super laut, es war nicht super heftig, aber das muss so eine exakte, kranke, kaputte Stelle gewesen sein, dass dieser Itty-Bitty-Aufschlag dafür gesorgt hat, dass ich wirklich so einen richtigen Crack hier oben habe, ja, was mich natürlich aufgeregt hat ohne Ende, weil sowas mag ich ja nicht.
Ich wollte mir jetzt aber auch keine neue Uhr für $300-400 kaufen. Also habe ich gedacht, komm, ich wollte ja sowieso eine Rose Gold Uhr. Guck ich mal, ob mir das überhaupt an mir gefällt, Rose Gold. Und habe mir jetzt einfach so Covers hier gekauft in einem Dreierpack. Also einmal mit Rose Gold, einmal mit Schwarz und einmal mit Silber. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das mal unten in der Infobox. Es ist kein Affiliate-Link, ja, wenn ihr da drauf geht. Ich verdiene dadurch nichts. Aber für die, die es eben interessiert, und ich muss sagen, durch das, dass ich jetzt einfach diese Gelegenheit hatte, ja, das hier mit diesem Rose Gold zu sehen, weiß ich, dass wenn ich mir dann irgendwann eine Uhr kaufe, also eine neue Apple-Uhr, möchte ich auf alle Fälle diese Rose Gold Situation, weil ich finde Rose Gold in Kombination mit Schwarz sehr elegant, sehr sportlich, kann man zu vielem tragen, sieht gut aus und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und deswegen, das ist auch definitiv ein Favorit jetzt von mir. Man muss jetzt so ein bisschen fester draufdrücken, ja, weil das ist ja einfach dieses Plastik, was dazwischen ist. Aber das ist mir lieber, wie dass mir da das Glas entgegenspringt. Wisst ihr? So. Genau, dann haben wir das. Dann machen wir weiter mit einem Produkt. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen, denn dieses Produkt hat einen eigenen Post von mir gekriegt. Wer mein Unboxing gesehen hat von Mamas Paket, der weiß, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, Nachschub zu bekommen. Und zwar handelt es sich um das Waschgel von Balea, mildschäumend mit Hydrokomplex, normale und Mischhaut. Also ich habe in meinem Leben schon viele Sachen ausprobiert, ja, Waschgel, Waschschaum, Dinge, die eigentlich für eure Vagina gemacht sind, habe ich mir mehrere Wochen ins Gesicht gebollert, weil ich gedacht habe, die Pulle war Make-up-Entferner und Reinigungsschaum und nein, es ist eigentlich für eure Cookie-Area, ja, für die Momo, für die Vagina, je nachdem, wie ihr eure Private Area nennen wollt. Es war einfach für untenrum gedacht. Und ich habe es mir wochenlang ins Gesicht geklatscht, weil Mutti kann nicht lesen. So, also ich habe schon viele Dinge in meinem Leben ausprobiert, um mein Gesicht zu reinigen. Und ich kann euch garantieren, dieses Waschgel von Balea ist mit das beste Produkt, was ich jemals hatte. Es reinigt fantastisch. Also ich mache mir mittlerweile nicht mal mehr Mascara oder Augenbrauen runter. Zack, ich springe in die Dusche. Ich verwende es zweimal, ja, also Gesicht einschäumen, sodass ich die Schichten lösen, abspülen und dann nochmal, um einfach so ein bisschen nachzureinigen. Bei mir persönlich nimmt es das Make-up sehr, sehr gut runter. Also ich habe jetzt schon von der einen oder anderen auf Instagram irgendwie in einem Post gelesen, dass da immer noch Rückstände waren. Oder ich bin aber jemand, wenn ich aus der Dusche rauskomme, ich gehe sowieso nochmal mit einem Toner drüber oder einfach nochmal so zur Nachreinigung. Und dieses Zeug ist Bombe. Absolut Bombe. Angefangen vom Duft, der einfach mega, mega frisch ist. Frisch, sauber, clean, da ist nichts extra, nichts. Oh, ich liebe, liebe diesen Duft. In der super heißen Jahreszeit, die wir jetzt hier hatten, ich fand es sehr erfrischend. Es hat mir nicht in den Augen gebrannt. Ich habe keine Hautunreinheiten davon bekommen. Also es gibt von meiner Seite aus nichts Negatives über dieses Produkt zu sagen, außer, das ist aber mein Problem, dass ich einen Dealer dafür brauche, ja, und das ist einfach meine Mama, weil hier in Amerika komme ich leider, leider, leider nicht an dieses Produkt ran. 150 Milliliter, vegan, reinigt intensiv. Nee, es ist der Wahnsinn. Es ist mega, mega toll. Ich habe auch das Gesichtswasser dazu. Das hätte ich euch auch zeigen können. Das habe ich aber jetzt vergessen. Finde ich auch grandios gut. Also die zwei Sachen in Kombination. Wenn ihr das verwendet habt, ihr habt ein sauberes Gesicht. Bei mir spannt nichts. Grandios. Absolut toll. Balea Reinigungsgel. Wenn ihr gerade auf der Suche seid oder
wenn ihr nicht mit dem zufrieden seid, was ihr gerade habt, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel kostet, vielleicht um die 2 Euro bei euch, ist kein Preis, man braucht nicht viel. Also wie gesagt, ich mache immer zweimal, ja, einmal die Hauptreinigung und dann nochmal die Nachreinigung. Das ist jetzt die zweite Pulle, die erste Pulle, die hat bei mir mit Sicherheit 6 Wochen gehalten, bei fast täglicher Anwendung. Ich habe ja noch so 1-2 andere Dinge, die ich noch am Aufbrauchen bin, aber zum größten Teil kommt mir nur noch Balea ins Gesicht, also diese Reihe. Ganz klasse. Ja, dann machen wir weiter mit einer Creme, einer Körpercreme, die ich bei Walmart gefunden habe. Also zuallererst mal die Aufmachung, muss ich sagen, finde ich echt schön. Girly, ne? Süß. Hübsch. Einfach. Ja. Ist jetzt nicht in der normalen Body Lotion Abteilung, sondern da gibt es nochmal eine eigene Abteilung im Walmart. Und Bodycology ist eine Reihe, die ich kenne, da ich nämlich jetzt schon 1-2 Duftsprays davon hatte und da mir jetzt ein Duftspray leer gegangen ist. Ich verwende, na wobei, das stimmt auch nicht. Egal, anyways, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall hatte ich von Bodycology ein Duft aufgebraucht, ja, ein Bodyspray und wollte mir das nachkaufen. Das war jetzt aber ausverkauft und genau neben dem, was ich normalerweise habe, Vanilla Sugar Kiss oder so heißt es, stand diese Reihe. So, und ich habe dann an diesem Spray gerochen und war hin und weg, ja. Also, dass es mich nicht im Walmart so nach hinten umgehauen hat, war wirklich alles. Und ich habe von Bodycology habe ich auch schon eine Creme. Von daher weiß ich, die Creme ist sehr pflegend, ist sehr angenehm auf der Haut. Sie ist schön einzuarbeiten im Körper. Sie zieht schnell ein, da klebt nichts, da bappt nichts. Man hat so einen leichten Film auf der Haut, was so ein bisschen ölig aussieht. Aber das lässt die Haut einfach schöner und geschmeidiger aussehen. So. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ach komm, nimmst du dir, Scheiß, die waren dann. Good Lord. Nimmst du das Set mit, ja? Nimmst du die Body Lotion, nimmst du mit und das Body Spray. Probierst das mal aus. Ich fand es, wie gesagt, im Walmart schon nicht schlecht. Aber, dass ich diesen Duft so dermaßen feiere, ja, hätte ich nicht gedacht. Und die ganze Zeit, wenn ich mir dieses Bodyspray aufgesprüht habe, habe ich überlegt, an was erinnert mich dieser Duft. Also, das hat mir immer so auf die Stirn gekloppt, ja, von wegen, jetzt komm doch endlich drauf, jetzt komm doch endlich drauf. Bis es mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ja, das war so ein Aha-Moment. Und zwar mein geliebtes Parfum von Spirit. Violet Kiss heißt das, glaube ich. Was es auch in Deutschland gibt. Habe ich aufgebraucht vor ein paar Wochen. Habe diese Flasche in meiner Handtasche. Die ist leer. Da ist nichts mehr drin. Ja, aber ich liebe es einfach, an diesem Parfum zu riechen. Das ist so ein schöner, sexy, femininer, eleganter und auch wiederum sportlicher Duft, dass ich mich von diesem Flakon einfach nicht trennen kann. Das so. Und irgendwann, ja, wie gesagt, hatte ich dann diesen Aha-Moment. Und dann ist mir aufgefallen, dass Twilight Mist genauso riecht wie Spirit Violet Kiss. So. Und wie gesagt, ich habe dazu auch das Body Spray, das ist aber unten im Auto in meiner Handtasche. Und ich habe das jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen. Und es ist zur Hälfte leer. Ja. Werde ich mir definitiv nachkaufen. Es ist einfach so ein schöner, 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 schöner Duft. Ich wünschte, er würde ein bisschen langanhaltender sein. Also so alle 3/4 Stunde, Stunde sprühe ich halt mal nach. Ja, dass man wieder riecht. Ah, Mutti ist da. Und das ist mir aber egal, weil dieses Body Spray, das kostet, glaube ich, 5 Dollar. Das ist so eine Riesenflasche. Der Mist, das Spray ist wirklich ganz, ganz fein. Ja,
ja, wenn das Ding leer ist, ist es leer. Dann kaufe ich mir wieder zwei neue Flaschen und dann ist gut. Und was man auch sagen muss, Bodycology ist cruelty-free. Ja, also keine Tierversuche, finde ich klasse. Ja, halt's richtig rum in die Kamera. So, also für alle die, ja, die sich ja ein MyUS-Account gemacht haben, die bei Walmart groß shoppen waren, guckt euch auf alle Fälle mal diese Creme an. Es gibt noch ein Duschgel dazu. Das werde ich mir nicht kaufen. Warum? Da kommen wir dann gleich zu. Und das Body Spray. Wobei bei dem Body Spray, das wird wahrscheinlich nicht geschickt werden wegen Zoll und solche Sachen, ja. Aber auch die Creme ist einfach. You're gonna have some action in the bedroom, let me tell you, girl. Mm-mm-mm-mm. Sexy, feminine, Kaschmir, Muschus. Zum Reinbeißen einfach. So, warum kaufe ich mir das Duschgel von dieser Reihe nicht? Aus dem ganz einfachen Grund, weil Mutti eine kleine Cookie-Situation hatte, ja? Was ist denn eine kleine Cookie-Situation? Eine Cookie-Situation ist etwas, das schreibt man sich auf seine I never need to have that shit list, okay? Ich habe vor 3 Wochen oder so, oder 2 Wochen, habe ich gedacht, oh, geil, gehst du baden. Ich bin nach Hause gekommen, ich war fix und fertig, meine Knochen haben mir wehgetan, ich war kaputt, ich war müde. Irgendwie hat mir alles wehgetan, es war so ein kurz vorm Krankwerden. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn einem so die Glieder wehtun und ich habe gedacht, komm, tust du dir was Gutes und gehst baden, ja? Da ich ja so an die 78 Bath & Body Works Shower Gels zu Hause habe, habe ich mir gedacht, oh geil, machst du dir so ein richtig geiles Schaumbad, ja? Schaum bis hoch zur Decke, dass es uns das Dach hochhebt. Das hatte ich auch alles. Ich hatte Schaum wie wahrscheinlich niemand anderes auf dieser Welt. Es war ein Gedicht. Ja, mich in dieses warme Wasser zu legen. Ich habe gemerkt, meine Muskeln entspannen, mein Körper entspannt, ja. Es war so schön, es war so relaxend. Mein Mann hat mir sogar noch ein Glas Wein reingebracht. Ich habe Musik gehört, es war fun-fucking-tastic. Problem war dann nur, dass so 1,5 Tage später gewisse Bereiche an meinem Körper gejuckt haben, gebrannt haben, ja, Bereiche an einem Körper, wo es jetzt nicht ganz so schön aussieht, wenn man in der Öffentlichkeit steht und juckt sich da einen zurecht, wie wenn man da mal so über die Schulter geht, ja. Tatsache ist, dass ich mir eine halbe Flasche Bath & Body Works Shower Gel in mein Wasser reingekippt habe. Wie gesagt, ich wollte ja Schaum, ne? Wollte ein bisschen was aufbrauchen, ich habe ja so viel. Und habe mir dadurch einen Pilz eingefangen oder eine Infektion oder eine Blasen, irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich eine Cookie-Situation, ja. Das ist etwas, das braucht keine Sau. Gar niemand braucht es. Das, also mit das Unangenehmste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ja, wenn das Pipi machen weh tut, wenn einfach alles juckt und brennt und oh, alles kacke, auf jeden Fall bin ich dann zum Arzt, ja, das ist ja dann auch sowas ganz Geiles, wenn man dann zum Arzt muss, Frau Sarasani, was haben Sie denn? Ich habe da so eine kleine Cookie-Situation, es brennt, es juckt, ich weiß nicht, ob ich die Pest habe, ja. Es war sehr unangenehm, weil dann musste es ja auch alles gecheckt werden, ja. Und dann wurde ein Urintest gemacht und dann wurde ein Abstrich gemacht und ach, schlag mich tot. Und es war ein bisschen peinlich, so. Auf jeden Fall, die Message, was ich euch sagen möchte. Bath & Body Works oder generell so diese super hoch parfümierten Duschgele. Und ich habe noch nie Probleme damit gehabt in meiner Private Area, sollte man von der Private Area weglassen. Ja, das ist einfach von dem pH-Wert und die ganzen Parfumstoffe und don't combine it. It's not a good situation. Also ich musste wirklich auf Antibiotikum gesetzt werden, ja, für 3 Tage. Das Ganze hat fast 1 Woche gedauert, bis es komplett weg war, so dass man auch keine Schmerzen mehr hatte beim Pipi machen und so, ne?
etwas sehr unangenehm. Können wir jetzt mal alle oh machen? Nee, mach da nicht, weil ich habe mir das ja selbst zugezogen. Aber dadurch kommen wir zu einem neuen Favorit, denn auch ich, und ich hätte niemals gedacht, dass ich euch sowas in die Kamera halte, eine Feminine Wash. Ja, ein Duschgel für eure Cookie Area. Ohne viel Gedöns, ohne Parfümstoffe, ohne irgendetwas. So, dass ihr untenrum sauber seid, dass ihr nicht stinkt. Ja, wobei normal Wasser und macht es ja auch alles sauber, aber einfach so vom Kopf her. Es ist pH-balanced, farbfrei, dermatologisch getestet, für sensitive skin, paraben-free und. Ich habe mir also jetzt tatsächlich ein Intimwaschgel geholt. Ja, und ich muss euch sagen, ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Ja, es ist wirklich, es hat einfach nur so einen seifigen Duft. Da ist jetzt nichts, ne? Nichts extra, nichts huhuhu. Nee, es macht untenrum einfach nur sauber. Und ich habe dann wirklich in dieser Zeit gemerkt, wie ich in meiner Heilphase war. Wer stört? Dass mir das wirklich geholfen hat. Ja? Und dann habe ich etwas ausprobiert, was ja dann sehr dumm ist. Aber einfach nur, um zu sehen. Ich habe mir dann eins meiner Bath & Body Works Duschgele rausgeholt. Und habe mich damit sauber gemacht. Ja? Eben auch in meiner Cookie Area. Und jahrelang habe ich das gemacht und ich habe nie Probleme gehabt. Und dann ist mir eingefallen, was mir meine Ärztin gesagt hat. Wenn man es einmal hatte, ist man sehr, sehr anfällig dafür. Ich also mein Bath & Body Works Zeug rausgeholt, ne, weil ich wollte ja gut riechen und wollte diesen Test machen. Habe das also alles eingeschäumt und ich habe sofort ein Brennen gemerkt. Ja, also Bath & Body Works Duschgele werde ich nicht mehr verwenden. Es hat einen Grund, warum diese Dinger sehr gut riechen, einfach weil die voll gebollert sind, bis oben hin mit Parfümstoffen. Das werde ich als Seife verwenden oder was auch immer. Ja, ich werde vielleicht meine Fenster damit putzen, wenn das Ganze streifenfrei wird, aber nicht mehr an meinem Körper. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir dann zu viel, das ist mir zu viel Arbeit. Ja, ein Duschgel für die Achseln, ein Duschgel für zwischen den Fußzehen, ein Duschgel für hinter die Ohren, ein Duschgel für den Popo. Ich habe zwar mehrere Duschgele bei mir in der Dusche, aber ich möchte ein Duschgel. Wisst ihr? Und nicht bisschen hier, bisschen da, bisschen hinten, bisschen, will ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt sogar an einem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte ja nur sauber werden. Wisst ihr? Und da tut's das, glaube ich. Ich mag den Duft, es ist jetzt nichts super Außergewöhnliches. Es ist einfach seifig und sauber. Ja, und meine Cookie Area reagiert nicht drauf. Und das ist mir sehr wichtig. Also wie gesagt, ich mache alles mit. Ich bin bei jedem Spaß dabei. Ich denke mir auch oft, ach ja, das kann man mal ausprobieren. Das muss man mal mitnehmen im Leben. Ja? Man muss alles mal gesehen haben. Aber so eine Pilzinfektion, so eine Hefescheiße, das brauche ich nicht nochmal. Dann nehme ich lieber hier von Walmart, das ist die Eigenmarke, ja, Equate, hat glaube ich $1,20 oder was gekostet. Und nehme das für meinen ganzen Alabasterkörper. Wunderbar. Also, Mädels, bitte, nicht Duschgel in eure, ja, das ist, ich sag ja, ich war jahrelang ganz vorne mit dabei und habe immer gebrüllt, ach was, macht nichts, ach was, habe ich noch nie gehabt. Ach was, passiert mir nicht. Wenn man es dann aber mal hatte, ich weiß nicht, ob da, keine Ahnung, so eine Grenze dann überschritten ist, ja, in der Private Area und dann heißt es, ja, du hast es gehabt, das kriegst du jetzt nochmal, wenn man nicht die richtigen Produkte verwendet. Also seid da ein bisschen vorsichtig, ne? So, gut. Dann haben wir noch ein Produkt, dann sind wir durch. Spirit Puffer. Oh, ho, ho, ho. Wer bei meinem Hangout dabei war, der weiß, ich bin obsessed mit diesem Duft. Zuallererst nochmal der Flakon, ja, der wunderschön aussieht. Und ich weiß, einige von euch haben mir geschrieben, es ist ein Dufttube zu... Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist es Dior?
Hypnotic irgendwas? Ich weiß es nicht. Jesus Christ. Oh my goodness. Ich bin sehr, sehr sparsam mit diesem Duft, ja? Auch wenn, guck mal. So, oh. Oh. God, Jesus. It is amazing. Also, Mama, würdest du mir noch mal bitte so eins besorgen? Wiegt nicht viel. Ist ganz klein. Nein, ernsthaft, Leute. Vanille, Patchouli, Sandelholz, Moschus, Kaschmir, sexy, feminine. Oh, ihr wollt einen Duft? Ich weiß nicht, wie ich diesen Duft beschreiben soll. Er ist so schön. Er ist so, so, so schön. So sexy. So auch wieder die richtige Mischung, ja? Sexy, elegant, sportlich. Oh mein Gott, bist du schön. Ich habe ihn zweimal auf der Arbeit getragen. Einfach, weil ich Bock drauf hatte, ja? Und ich glaube, jeder hat mich an diesem Tag gefragt, was für ein Parfum ich trage. Aber wirklich jeder. Meine Kollegen, Kunden. Ich bin so oft drauf angesprochen worden, was das für ein toller Duft ist. Also er ist wirklich sehr außergewöhnlich für mich. Ja, weil ich einfach so einen Duft nicht zu Hause habe. Es ist für mich auch kein Duft, den ich bei 40 Grad tragen würde. Es ist so ein schöner Herbst-Winter-Duft, weil er einfach eine gewisse Wärme mit sich bringt. Ja, eine Kuschelfaktor, ich weiß nicht. Guckt euch diesen Duft auf alle Fälle mal an. Ich weiß, einige von euch, die sind los, die haben sich den gekauft. Viele sind, oder die mir auf jeden Fall geschrieben haben, haben alle gesagt, was für ein toller Duft es ist, dass der auf alle Fälle wieder nachgekauft wird. Und ja, er hält jetzt natürlich nicht den ganzen Tag, ja, aber er ist schon... One second. Oh. 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 Da geht man immer höher von der Stimme. Schicki, ja, schicki, kann man machen, muss man machen. So, meine Lieben, das war's. Ja, so viel zum Thema, wir halten uns kurz, ne? Wir sind in 10, 12 Minuten sind wir durch. Ist klar. Knapp eine Stunde. So, für alle die jetzt noch Bock haben, ihr bleibt dran. Ich erzähle euch jetzt noch, was mir letzte Woche passiert ist. Für alle anderen, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war für euch dabei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. So, Knutscher für euch, für die anderen. Also manchmal frag ich mich ja wirklich, Sandra, wie hast du es 35 Jahre lang überlebt? Ich bringe ja manchmal eine Clumsiness, was ist denn eine... Ich bringe manchmal einfach etwas mit in den Tag, wo ich mir denke, also dass ich 35 Jahre lang überlebt habe und es ist noch nie was passiert, das ist einfach der Wahnsinn, ja? Weil wenn es bei mir dann läuft es bei mir ja richtig. So, auf jeden Fall, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, ihr redet heute aber auch wieder, Mensch, habt ihr Bubblewasser gesoffen oder was? Peach Mango. Also, so. Letzte Woche, ich laufe bei mir morgens ins Badezimmer rein, ja, und das ist ja auch schon wieder sowas. Wenn ich Wasserflecken, Zahnpastaflecken bei mir auf dem Spiegel sehe, da könnte ich euch im Dreieck brechen. Ja, das ist nach hinten, an die Seite, nach vorne, egal. Aber ich kann dann im Dreieck brechen. Ich habe dann plötzlich Talente, das ist der Wahnsinn. Das Problem bei meinem Badezimmer ist, dass wenn ich dieses Badezimmer komplett putze, bin ich ungefähr 2,5 Stunden dabei.
ja, jetzt nicht, weil ich nebendran noch einen Kuchen back, ja, und noch 73 andere Dinge am Laufen habe. Nein, dieses Badezimmer ist einfach durch diese Fußleisten, die wir haben, durch diese 12 weiße Türen, das ist jetzt natürlich übertrieben, wir haben 6 weiße Türen, ja, die dann innen und außen sauber gemacht werden. Dann wird das Fenster mitgeputzt. Dann haben wir ja diesen riesen Spiegel, dann haben wir Ablage, dann haben wir da noch dieses... Oh. Dann müssen die Fußvorleger werden dann in der Zwischenzeit gewaschen, ja. Und also bis ich mit allem fertig bin, so, dass ich sage, es blitzt und ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, dauert das so ungefähr 2 Stunden 15 Minuten. Manchmal so ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber einfach, dass ihr versteht, dass ich einfach nicht die Zeit dafür habe, dieses Badezimmer wöchentlich so zu putzen. Ja? Natürlich gibt es gewisse Dinge, die werden bei mir täglich gemacht, die Toilette wird sauber gemacht und nicht so die Sachen. Aber dieses große Palim-Palim, das passiert bei mir mittlerweile so alle 2,5-3 Wochen. Ja, einfach weil ich nicht die Zeit habe, da knapp 2,5 Stunden fürs Badezimmer zu investieren, weil dafür habe ich einfach viel zu viele andere Dinge am Laufen. So. Das kriegen mit Sicherheit andere Frauen hin, ja, oder andere Männer, aber ich halt nicht. So, und ich möchte, dass das dann alles sauber ist und nicht ein bisschen hier und ein bisschen da. Tatsache war jetzt, dass wir jetzt mal auf den Punkt kommen. Ich bin also letzte Woche in mein Badezimmer rein, ja, und eigentlich war für diesen Tag kein Badezimmerputzen geplant, weil ich musste abends arbeiten. Also mache ich dann morgens andere Arbeit. So. Dann ist mir aber diese Zahnpasta-Kacke an dem Spiegel so dermaßen gegen den Strich, dass ich kleinen Mäuschen in der Kita abgegeben habe, bin nach Hause, habe nicht mal mit irgendetwas anderem angefangen, bin also direkt hoch ins Badezimmer. Ne? So, dann geht es natürlich los mit erstmal alles aus der Dusche raus, zack, alles einsprühen, dass es alles einwirkt. Dann geht es weiter mit der Badewanne, da muss nichts einwirken, weil das Ding, das wird selten benutzt. 3-mal in 2 Jahren jetzt wahrscheinlich. Das kann ich also einsprühen, zack, sauber machen, abreiben, schön Deko wieder hin. Ne? Dann, wie gesagt, dann habe ich das Fenster sauber gemacht. Dann habe ich gedacht, ach komm, ist jetzt schon eine Weile her, machst du den Vorhang runter, wäschst du den Vorhang mit den Vorlagen, ja, dann ist das alles nachher durch, alles fertig, alles bliblablub. So, spitze. Hat also, wie gesagt, wirklich fast 2,5 Stunden gedauert. Ne? Hab mir auch noch schön 2 Fingernägel abgebrochen. Keine Ahnung, was an dem Tag los war. Es ist einfach gelaufen. Wie gesagt, wenn es dann läuft es richtig. Zwar in die falsche Richtung, aber es läuft. Auf jeden Fall, kennt ihr das dann, wenn ihr mit eurer Arbeit so zufrieden seid, dass ihr dann einfach dasteht, ja, und guckt euch das Ganze an und sagt, geil, ist geil. So ein frisch geputztes, blitzeblankes Badezimmer ist einfach was Geiles, ne? Noch schön alles durchgesaugt, den Boden rausgewischt, ja? Es war einfach, also ein Katalog-Badezimmer war wahrscheinlich nicht so sauber wie meins. Ein frisch gebautes Badezimmer war wahrscheinlich nicht so sauber wie meins. Gut, auf jeden Fall ich mit meinem Stolz, ja, hab gedacht, so, geil, jetzt kannst du duschen gehen, weil es gibt ja dann auch nichts Geileres, wie in einem frisch geputzten Badezimmer duschen zu gehen. Ich weiß nicht, da fühlt man sich dann immer noch mal so ein bisschen, oh, noch so ein bisschen sauberer. Kennt ihr das? So. Ich auf jeden Fall raus, ja, weil ich musste mich ja dann für die Arbeit fertig machen und ich creme mich ja nach dem Duschen ein. Hab ich mich dann an dem Tag auch gefragt, warum? Und lauf dann so an meinen Vorratsschrank und hab gedacht, oh, was nehmen wir denn heute? Weil wir haben ja so viel Auswahl, ne? Oh, schön, nimmst du von Bath & Body Works, nimmst du hier Party Dress. Da ist nicht mehr viel drin, brauchst du auf. Party Dress war letztes Jahr eine Halloween Limited Edition. Und diese Body Lotion war schwarz eingefärbt. Und kennt ihr das, wenn in einer Pulle, so wie hier, ja, nicht mehr viel drin ist? Das hier ist jetzt so ein Schraubverschluss, aber es gibt ja diese Caps, ne? So.
Und ich habe mir halt gedacht, ach komm, da ist nicht mehr viel drin, machst du das Ding leer und fang an zu schütteln wie eine Bekloppte, um schön das, was hier oben ist, runterzuholen, dass man es aufbrauchen kann. Und schüttel und schüttel und guck mich so in meinem schönen, frisch geputzten Badezimmer um und denk noch so, was ist das denn für eine Scheiße? War während diesem Schütteln, was ich mit Sicherheit viermal gemacht habe, der Deckel offen, ja? Und das, was ich in meinem Badezimmer habe rumfliegen sehen, war die schwarz eingefärbte, scheißverdreckte Bodylotion, die mir in meinem kompletten Badezimmer rumgeflogen ist. Weil ich natürlich auch schön mit Schmackes, ne? Weil man will ja, dass da alles runterkommt. Leute, ich hatte es an meiner Wand. Ich hatte es an meinem frisch geputzten Spiegel. Ich hatte es an meiner frisch geputzten Dusche. Unsere Dusche ist Glas, ja? Da war... Ich hatte es an meinem frisch gewaschenen Vorhang. Ich hatte es in meiner kompletten Badewanne. Ich hatte es an meinen Fußleisten. Ich hatte es an meinen frisch gewaschenen Fußteppichen. Ich hatte es an meiner Türe. Mir sind ganz dezent die Tränen runtergelaufen. Ganz dezent. Nicht nur, dass ich gerade 2,5 Stunden, ja, das Klo runtergespült habe. Nein, weil jetzt musste ja diese komplette Scheiße wieder sauber gemacht werden. Ich habe also nochmal 45 Minuten gebraucht, um das nochmal alles sauber zu machen. Versteht ihr? Do you feel my pain? Ich war so stinkesauer. Ich war so stinkesauer, dass ich mich an dem Tag nicht mal eingecremt habe. Und das ist was, das passiert mir nicht. Ich habe mich angezogen. Das Erste, was mir entgegenkam, es war sogar ein T-Shirt von Schotzi, meine ich, meine Jogginghose, ja, zack, angezogen, weil ich brauchte mich gerade nicht schick machen. Ich wusste, dass ich jetzt erstmal hier wieder in die Badewanne steige, um das alles wegzuholen, dass ich den Spiegel jetzt nochmal sauber machen muss, dass ich jetzt nochmal an die Dusche ran muss, musste nochmal die Türen sauber machen. Mir sind wirklich ganz dezent die Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Ich habe gerade 2,5 Stunden meines Lebens einfach mal so gewastet. Gewastet. Mein Blutdruck war also auf 500, kann ich euch sagen. Ich war stinkesauer. Das Problem ist, auf wen ist man denn dann sauer? Ja, man hat ja die Schweinerei selber gemacht, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich zu Schatzi hätte gehen können und hätte sagen können, sag mal, was da los? Bist du bescheuert oder was? Da guckt man doch, ob der Deckel zu ist. Doch was passiert mir nicht? Doch, mir ist sowas passiert. Und ganz geil war ja dann auch, dass Schatzi in dem Moment angerufen hat. Einfach, weil er wissen wollte, wie läuft mein Tag, keine Ahnung. Und ich konnte ja nicht atmen. Ich hatte wirklich Schnappatmung. Ja? Ich hatte Probleme zu atmen. Und ich habe dann nur so in ganz hoher Stimme zu meinem Mann gemeint, I'm gonna tell you tonight, I can't talk right now. Und dann weiß mein Mann eigentlich schon, was Sache ist. Also irgendwas muss passiert sein, dass ich so drauf bin. Ich habe ihm dann nur gesagt, also entweder ist jemand gestorben, oder wir haben im Lotto gewonnen. Alles andere interessiert mich gerade nicht. Also entweder es ist was ganz Schlimmes oder was ganz Gutes. Aber das Zwischendrin, da habe ich gerade keinen Blutdruck für. So, gut. Hab dann also alles fertig gemacht, bla bla bla. Alles wieder sauber gemacht. Hab mich dann zurecht gemacht, ja. Hab mir dann ein Gesicht gemalt, hab mich fertig gemacht auf die Arbeit. Hab mich fertig gemacht für die Arbeit. War dann also wieder guter Dinge, weil mittlerweile war ja dann auch mein Badezimmer sauber. Und dann habe ich eben so eine kleine Routine, bevor ich auf die Arbeit gehe. Ja, ich stelle mir immer alles zusammen, gucke, dass ich alles habe und laufe dann ins Auto und setze mich dann hin. Und ich nehme mir immer was zu trinken mit, ja, und irgendwie noch einen Apfel oder was, so als kleiner Snack zwischendurch, wie auch immer. Und ich muss jetzt aber dazu noch sagen, das war an einem Dienstag, ja.
Montags hatte ich mein Auto geputzt, weil ich eine kleine Exzession mit Lauren hatte. Sie meinte nämlich, es wäre lustig. Post? Ihr Schokoeis bei mir im Auto zu verteilen. Ja? Habe dann also montags mein Auto geputzt. Es hat fantastisch nach Sensi gerochen. Alles war blitzeblank. Ja? Ich setze mich also in das Auto rein und so das erste. Oh, es riecht so gut hier. Es riecht so gut. Es war alles schön. Es war alles sauber. Und wie gesagt, ich hatte dann eben mein Trinken da. Ja? Und ich habe ja in meinem Auto habe ich ja so zwei Cupholder. Und bevor ich losfahre, mache ich dann immer diese meine Dose auf, ja, und stelle das dann rein und ne, so dass man halt so alles ready to go hat. Ich mache meine Dose auf und stelle die rein und ich denke noch, sag mal, was rieche ich denn hier? Aber ich habe irgendwie gedacht, ja gut, Sensi heute riecht irgendwie anders, keine Ahnung. Und kennt ihr diesen Moment, wenn ihr etwas seht und ihr glaubt nicht, was ihr seht? Und ihr könnt aus dem Schock heraus gar nicht reagieren und ihr realisiert gar nicht, was ihr gerade seht. Ich habe die Geschichte meiner Mama erzählt, ja. Es war für einen kurzen Moment, war Pause am Telefon, weil... Oh, kleinen Moment. Ja, ich bekomme momentan ständig solche Spam-Anrufe. Egal. Auf jeden Fall, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, wenn man einfach in so einer Situation ist, ja, man sieht etwas und man ist so geschockt, was man gerade sieht, dass man gar nicht drauf reagieren kann. Und dann, wenn noch die eigene Blödheit und die eigene Dummheit dazu kommt. Tatsache ist auf jeden Fall, ich habe meine Dose aufgemacht. Und anstatt die Dose reinzustellen mit Loch nach oben, ja, wie es jeder normale Mensch macht, habe ich weiß nicht, was ich gedacht habe, nichts habe ich gedacht, deswegen ist es auch passiert. Ich muss die Dose aufgemacht haben und habe die umgedreht und mit dem Loch nach unten in meinen Cupholder rein. Und deswegen habe ich dann eben auch gerochen, was ich gerochen habe, ja, weil mir da einfach dieser Duft entgegenkam und ich noch gedacht habe, hä, was ist denn das heute? Und dann gucke ich in meinen Cupholder rein und sehe, wie mir diese Scheiße da rausläuft und es immer voller wird. Immer voller, ja. Und wie gesagt, aus diesem Schock raus, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich hatte ja nichts da. Natürlich überall die Siffe raus, ja, weil irgendwann war die Dose leer und die Füllmenge war erreicht. Dann war das jetzt natürlich nicht nur in einem Cupholder drin. Nee, dann ist mir das natürlich auch rausgelaufen, ja. So schön an die Seiten, links und rechts, so in die Sitze neben rein. Diese Ritzen, in die man ja sowieso nicht reinkommt mit den Wurstfingern, wisst ihr? Da ist mir das reingelaufen. Leute, und das war, wie gesagt, eben alles an diesem Tag. Ja, morgens erst noch Bathroom-Situation, schön mit Schmackes. Und dann hat sich der Blutdruck gerade wieder ein bisschen beruhigt. Und dann stellt man sich eine Getränkedose falsch rum in seinen Cupholder rein. Also Mama hat ja auch schon gefragt, ja, wie geht denn sowas, dass man sich dann das Getränk nicht irgendwie noch selbst überleert? Nee, das muss so perfekt positioniert gewesen sein, ja, von der Öffnung her, weil durch die Fingernägel, ja, gucke ich halt immer, dass die Öffnung vorne ist und dann hat man ja hinten den Henkel und dann drücke ich das so hoch. Weil wenn ich das so drücke, ist mir schon oft der Fingernagel abgebrochen. Aber mit dem Daumen geht das besser. Und durch das, dass dann das Loch vorne war und nicht hinten und ich dann die Dose so hatte, muss ich das einfach so reingestellt haben, dass das von der Platzierung her genau gepasst hat, dass ich es mir nicht mal übergeleert habe. Ja, jetzt kann man sagen, ja, dann hast du ja wenigstens da Glück gehabt, ne? Weil sonst wärst du ja noch dreckig gewesen. Ja, mir eine neue Hose anzuziehen, wäre nicht so ein Theater gewesen, wie die Dreckscheiße da wegzumachen. Weil, wie gesagt, das ist mir ja in die Ritzen reingelaufen, überall in die Ritzen. Leute, da war alles nass, sag ich euch, es war alles. So, jetzt musste ich natürlich erst noch die Situation wegmachen, ja. Tatsache war auch, dass ich dann fast zu spät zur Arbeit gekommen bin. Also ich bin immer,
immer Minimum 10 Minuten früher da, ja, sodass ich mir noch in Ruhe eine rauchen kann. An dem Tag, ich war eine Minute vor Schichtbeginn, war ich da. Eine Minute vorher. Also das hat es, glaube ich, auch in der Geschichte, wie, seit ich da arbeite, auch noch nicht gegeben, weil ich bin eigentlich nie zu spät. Wirklich nie zu spät. Außer ich habe halt eine kleine Getränkedose-Situation, ja? Die man, also das muss man, hätte mir jemand 1 Million Dollar oder 1 Million Euro gegeben, um das so hinzubekommen, garantiere ich euch, dass es nicht geklappt hätte. Ich hatte einen Puls an dem Tag. Ich hatte an dem Tag eine Halsschlagader, ja? Die Sterne, die ich hier habe, die waren hier auf der Schulter gehangen. So ist das rausgestanden. Alter, hatte ich einen Hals, kann ich euch sagen. Oh, oh. Und das sind dann solche Tage, wo man sich dann manchmal denkt, hell no, don't talk to me, don't look at me, don't breathe in my direction. Ja, also an dem Tag, es hat mich einfach jeder und alles angepisst. Und das sind aber so Tage, das... Da legt man sich am besten ins Bett, man geht nicht ans Telefon, man macht die Türklingel aus, ja, man macht einfach gar nichts, man zieht sich die Decke über, weil es einfach nicht so läuft. Ne? Aber die Tage, die dann danach kommen, die sind dann wieder besser. Aber in dem Moment, kann ich euch sagen, ich hatte Temperatur. Temperatur am Tisch. So, das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen, ne? Also, dass einem ein so ein Ding passiert. Okay. Aber gleich zwei solcher Knaller, ja? Und dann auch noch so dicht zusammen. Also, mich hätte es ja nicht gewundert, wenn ich an dem Tag irgendwie einen Herzinfarkt bekommen habe, ja? Weil mein Blut so am Wallen und am Kochen war, dass mein Blutdruck da wahrscheinlich gar nicht mehr mitgekommen ist. Also ich glaube, mein Herz war abends auch froh, wie ich dann wieder zu Hause war und war im Bett und alles war ruhig. Okay. So, meine Lieben, ich hoffe, also für die, die jetzt noch dran sind, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nö, Hausaufgaben gibt es heute nicht. Aber dass ich weiß, wer hat sich das Video bis zum Schluss angeschaut, der schreibt in die Kommentare Hashtag Halsschlagader. Dann weiß ich, wer bis zum Schluss geschaut hat. Gut, meine Lieben, ich muss dann auch Klein Mäuschen abholen und dann werden wir nachher Autoputzen gehen. Sie liebt es, durch diese Waschstraße zu fahren. Also für sie ist Autoputzen durch die Waschstraße fahren, für mich ist Autoputzen saugen, Fenster sauber machen, alles mal abreiben. Ne? Ja, und dann werden wir nachher Autoputzen gehen. Dann gucken wir mal, was es bei uns heute Abend noch Leckeres zu essen gibt. Und vielleicht noch ein bisschen auf den Spielplatz, weil wie gesagt, das Wetter ist heute wunderschön. Ich denke mal, dass ein paar von den Nachbarn auch nachher draußen sein werden. Und dann ist der Tag heute auch schon wieder rum. Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Schicke euch jetzt einen dicken Knutscher aus der Ferne. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!